mal nicht so. Digga, mach nicht so. Ja. Ja, mach ich aber nicht. Ich soll den Showmaster schon wieder hier spielen und irgendwie die Leute aus der Crew gefragt. Du kennst die auch alle persönlich viel besser. Du hängst mit, ja, du bist Bros mit dem. Sag mal, der mit dem Bart, das ist einer oder sind es mehrere? Ich seh eigentlich aus wie ein Fernsehstar. Vielleicht solltest du dich ein bisschen seriöser anziehen. So mit Hemd oder so. Ach, hab ich doch alles dabei, Digga, ist ja kein Problem. Herzlich willkommen zur Whiny Show. Hey Dark, wir brauchen noch einen Tourblock für heute. Ja. Ich habe mir halt überlegt, so Tourblocks, da passiert das auch ganz oft, dass die Leute den Backstage und so weiter vorstellen, die ganze Produktion. Merkst du selber schon, wie langweilig es klingt, ne? Aber mir fällt nichts anderes ein, Mann. Mann, soll ich jetzt so tun, als würde ich irgendwie morgens früh aufstehen und dann erzählen, und hier stehe ich übrigens mal auf und hier gehe ich aufs Klo oder so eine Sache oder was? Dark! Dicker, warum wächst du mich schon so früh? Warte mal, erstmal was zu schnappeln für den Onkel Papa. Also so stehe ich dann zum Beispiel morgens auf und denke so, oh nein, falscher Beruf und so. Hier ist dann mein Badezimmer, immer mit Kurt zusammen. Ja, ich weiß, Dicker. Dann gehe ich hier morgens raus. Ah. Oh. Hier schläft Vincent. Nee, wichtig auch, normalerweise komme ich dann raus und weiß gar nicht so, wo muss ich denn hin? Und dann hat aber zum Glück der Tourmanager, der Herr Loesch, schon so Pfeile hingehängt. Die bunten Pfeile der Macht, und die zeigen mir, wo ich hin muss morgens. Noch ein Pfeil, weil ich bin nämlich sehr dumm. Mit dem nächsten Blick läufst du straight auf den nächsten Pfeil. Da lang. Ich bin da, da ist deine Aufgabe bei uns. Sag's einfach, das geht um viele Leute, die wissen ja nicht. Ich guck, dass der Dark überlebt jeden Tag. Das ist eine Art Supervision, sollte es auch sein. Das heißt, du kannst hier auch über Sachen sprechen, die dich stören. Das ist meine erste Frage. Was stört dich an Vincent besonders? Ja gut, die Frage ist natürlich, wie lang soll das Video gehen? Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, tschüss, geh mal bitte, weil das ist jetzt nicht mehr witzig. Das ist mein privater Blog. Das ist das, was ihr seht, aber das ist das, was für mich ist. Ne, damit ich noch mal gucke und später meine Enkelkinder nerven kann. Ja, guck mal, was der Onkelpapa da früher gemacht hat. Der Onkelpapa hat kleine Clubshows gespielt. Ey Arne, ist dir eigentlich klar, dass du jetzt in meinem privaten Privatblog drin bist? Also das, was ich später meinen Enkelkindern zeige, dass ich den immer wieder zeige. Und meinen Enkelkindern werde ich immer wieder von diesem Tag heute erzählen. Immer wieder. Und die werden sagen, Opa Vincent, du nervst überkrass. Den werde ich, das Video werde ich dir aber zeigen, nicht das. Thilo ist unser Schlagzeuger. Er heißt Thilo. So, Dicker, du Kamera-Tourblock-Gesicht. Du begleitest mich beim alltäglichen, was auch immer. Ich muss jetzt gucken, dass du nicht so eklig meinen Arsch filmst. Das mache ich dann immer so 3 Minuten. Einmal im Monat, dann ist vorbei. Freut mich. Ich bin Dark, also ich bin Vincents Vorgesetzter, damit auch dein Chef. Okay. Was machst du bei uns im Team? Ich bin euer Pyrotechniker. Ist das gefährlich? Ja, sehr. Könnte ich dabei verletzt werden? Mehr als das sogar. Vielen, vielen Dank, dass es bisher nicht passiert ist. Das hat mich gefreut. Für dich. Ich sage 50 Euro. Nein. 80 Euro. Nein. 150 Euro. Nein. Nur keine Karte. Keiner von euch hat eine Karte? Schade. Verkauft ihr eure Karte? Nee, wir sind jetzt Gärtner, aber. Aber einer, ich würde 100 Euro zahlen. 100 Euro? 100 Euro. Zwei gute Nachrichten. Erstens, die Leute erkennen mich nicht. Und zweitens, keiner will seine Karte verkaufen. Wollen wir mal rein schmummeln, Moment? Sogenannter Drumline-Check. Das heißt, Tilo Brandt haut die ganze Zeit sinnlos auf den Trommeln rum. Und Robert, der den Ton macht, stellt das alles ein, stundenlang, Alter. Und am Ende singt ihr eh alle so laut, dass keiner was hört. Läuft die Scheiße, Dicker? Was spielst du bei uns? Bass. Ich liebe Bass. Was denn da? Ich lege meine Stimme und beuge Erkältungskrankheiten vor. Das ist mein Schrein, ich habe auch gute Geister hier dabei. Du kannst mich jetzt auch bitte wieder allein lassen, weil es ist echte Meditation.
Wir gehen jetzt zu unserem sogenannten Matt and Greet. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich hoffe, es gibt Matt-Brötchen, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gerne mit dir unterwegs. Bist du auch gerne mit uns unterwegs? Das hast du so lieb gesagt. Ja, voll gerne. Ich dachte, jetzt passiert was Spaßiges und du bist so rührselig. Ich würde dich in den Arm nehmen. So, die Leute können auch nicht mal sehen, wie ich wirklich bin. Also, ich kann nicht so laut reden. Wir haben ein kleines Projekt vor und zwar, wir dachten, wir motivieren mal richtig unser Team. Da hat ja jeder einen anderen Stil. Manche Leute halten Reden und machen so Motivationsmeetings und sagen denen, wie toll alle arbeiten. Aber wir machen das anders. Wir haben gedacht, die Band und die Techniker und so, wir schießen die mal richtig geil in ihren Arsch mit unseren Nerf Guns, damit die mal wissen, wo es lang geht. Die Techniker, die haben Helme. Schnarchpü, da ist der Helm weg. Schnarchpü, da ist der Helm weg. Hi. Hast du Gaffertape? Hast du Gaffertape ein bisschen? Ja, kurz. Wem gehört denn der rote Helm eigentlich hier? Ja, so eine halbe Stunde. Ich bringe ihn dann wieder zurück. Ich komme nachher noch mal wieder. Okay, ich sehe noch mal. Das ist richtig geil. So als ob du im Krieg die Gegner fragst. Hey, kann ich mir mal euer Gewehr ausleihen? Er ist der, der am meisten Motivation braucht. Das werdet ihr nachher noch sehen. Er wird richtig schön, er wird voll motiviert sein heute Abend. Was sagt er? Nix! Vincent will bestimmt die haben. Ich nehme die Schotti. Wir wollen übrigens keine Werbung für die spezielle Marke machen. Ist scheißegal, mit was für Schaumstoffkugeln ihr euren Freunden die Augen wegballert. Sieht das cool aus? Ja. Wie ich angekündigt habe, haben wir jemanden, der nur anonym aussagen will. Was machst du denn in der Band oder darfst du das auch nicht sagen? Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema für mich. Ich dachte, wir machen jetzt hier ein bisschen Spaß, dass wir über Vincent irgendwie ein bisschen lästern oder so. Können wir mal bitte. Kannst du mal bitte. Hält mal mit Kamera ab! Wie man sieht. Wo sind wir hier eigentlich? Also es ist tatsächlich so, dass hinter uns ist die berühmt-berüchtigte Phoenix-Halle. Heute der Tag, wo wir das Konzert spielen. Und es ist halt immer noch eine Bruchbude. Du kannst einfach nicht sagen, es ist eine das Bruchbude. Ist F. Also das, F. So? Hier ist auch eine Bruchbude. Hier oben, ganz kleine Bruchbude. Es war ein Witz, okay, Herr Lösch, darüber, dass es noch nicht fertig ist. Ja, guck mal, ist ja gar kein Problem. Wir haben ja auch noch rund 5 bis 6 Stunden. Und darum geht's ja. Wir packen jetzt selber an. Genau. Also Dark muss jetzt renovieren. Also Vincent fängt jetzt erstmal an, weil Vincent Heiliger. Ist ja sehr talentiert. Komm mit. Ist das irgendwas Relevantes, was da noch nicht funktioniert? Wir gehen jetzt den Weg rein, wo nachher auch die Besucher reingehen. Hunde! Ihr packt die Künstler noch selber mit an. Ja, findest du es cool, wenn ich mal höre? Es kann nichts passieren, er hat einen Helm auf. Schneller! Das ist die Frauentoilette. So. Und dann einfach ein bisschen von dem Rigips rauf. Brauchen wir nur da in der Dinges umklemmen. Da in dem. Ja. Die gefallen mir gar nicht, die sollen bitte gar nicht aufgehängt werden, ja? Das können wir nicht zulassen, das ist nicht sicher. Hier ist hier nicht Nut auf Nappel, Nut auf Nippel, verstehst du? Hier fehlt der Querbolzen. Hier fehlt der Querbolzen, wahrscheinlich ein 9er oder ein 12er Deibeldübel. Komm mal rein in die gute Stube, Dicker. Das ist sozusagen unser Reich hier. Dann haben wir hier zum Beispiel einen Luftbefeuchter, was übel Diva-mäßig klingt, aber die trockene Heizungsluft fickt unser Leben, weil wir halt singen müssen, ne, für Geld. Nein, ich bewege mich nicht mehr raus. Mein Leben findet digital statt. Hier ist eine kleine Schachtel von mir, die von der Polizei bewacht wird. Was ist denn da wohl drin? Ahne. Geh mal jetzt. Also, der Wellnessbereich. Schneid es aber raus, ne? Ist es für dich denn eine psychische Grenzerfahrung, mit uns unterwegs zu sein? Ich arbeite in der psychiatrischen Pflege, bei mir ist alles gut. Ich habe ja den Verdacht, ich habe auch einige Freunde und Leute, die sind so Pädagogen, Heilerziehungspfleger, sowas alles. Ja. Und ich habe den Verdacht, dass jemand daran dreht und dass ich in Wahrheit betreut werde und eigentlich in so einer offenen Art Irrenanstalt lebe. So, und es mir nur noch keiner gesagt hat. Die möglich? Frage ist gerade, wer die Supervision gerade macht. Mache ich die mit dir? Machst du die mit mir?
also was ich bei dem Thema mal ansprechen wollte. Das war schon das Erste. Vincent, du schummelst. Okay, es ist also kein Spiel. Wer von euch schummelt? Vincent. Aber in dem Fall will ich beiden einen Punkt geben. Wir haben doch nicht so scheiß Diplomatisch. Vincent ist. Aber du darfst nicht mal drücken und dann überlegen, Dicker. Hab ich doch nicht. Ich hab doch gesagt, er wird schummeln. Diese Regel ist, wenn du drückst und du sagst, die falsche Antwort ist, kriegt der andere einen Punkt. Ich kann doch nicht einfach so ein Ding hinstellen und hab keine Regeln. Ich hab das falsch gesagt. Da kriegst du einen Punkt. Nee, weil ich wusste, er wird gewinnen wollen. Ja. Ich wusste, wenn die Regeln unklar sind, wird er sofort die Regellücken erkennen. Das macht er immer so, die Bugs. Und wird die sofort zu seinem Vorteil ausnutzen. Ja, also Buzzerspiele nur noch mit dem Rechtsanwalt. Das hieß ursprünglich, wir kriegen einen Entsafter. Dachten wir, das ist ein Typ. Ganz am Anfang hatte F, der Herr Loesch, das auch noch ab und zu gemacht, aber wie das immer so ist, nimmt dann das Engagement mit der Zeit doch so schnell ab. Anne, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, ey. Es ist immer wichtig, dass man gesund bleibt, sonst kann man keine Konzerte spielen, ihr kleinen Mäuschen. Aus der Reihe, klar. Also der Bereich gehört schon bei uns. Alle gefickt, Digga, alle. Wir haben jetzt einen Stargast. Ich war noch nie in so einer aufwendig produzierten und professionellen Fernsehsendung, weißt du? Ich wollte jetzt halt Danke sagen für die Tour. Ich wollte dem Ganzen nochmal so ein Ende-Ding geben. Ja, und darum hast du es halt einfach richtig schön eingerichtet hier, um den Leuten eine feierliche Atmosphäre zu geben und denen damit wieder zu zeigen. Die Leute haben gehört, dass du das mich dazu verdonnert hast. Sind wir jetzt fertig? Wir sind vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt.